International, vielfältig und kundenorientiert. Mein Karriereweg bei der Porsche Holding sieht so aus, dass ich mit einem Trainee-Programm gestartet habe vor circa 3 Jahren. Ich habe 3 Stationen durchlaufen, zunächst bei der Porsche Informatik, dann im Bereich Elektromobilität und zum Abschluss bei der Marke Porsche. Bin dann zur Marke Skoda gewechselt und bin jetzt bei der Porsche Bank für das Projekt Share2 verantwortlich. Ich bin bei vielen Kundenterminen. Ich treffe mich genauso mit Lieferanten und Kooperationspartnern. Das heißt, es ist wirklich sehr abwechslungsreich. Man muss flexibel sein und einfach schauen, was der Tag bringt und hier einfach immer Vollgas geben. Die Flexibilität und Mobilität, da ich sehr viel unterwegs bin, zwischen Wien und Salzburg hin und her pendle. Die zweite große Herausforderung ist im Grunde die Prioritätensetzung. Das heißt, ich habe viele unterschiedliche Anspruchsgruppen zu bedienen, seien es Lieferanten, Partner, Kunden. Und da muss man einfach schauen, dass man die Priorität richtig setzt. Die Spannungsweite zwischen operativen Themen und strategischen Themen. Das heißt, ich bin operativ sehr stark im Feld unterwegs. Ich verkaufe das Produkt, ich entwickle das Produkt weiter und setze meine Ideen auch um. Und auf der anderen Seite ist es ein sehr strategischer Job. Das heißt, ich habe viele strategische Fragestellungen zu bearbeiten. Ein Bewerber oder eine Bewerberin sollte zukunftsorientiert sein, modern, innovativ und genauso umsetzungsstark. Weil sie international aufgestellt ist. Es gibt unterschiedliche Geschäftsbereiche, das heißt, es gibt sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten. Man kann seine Ideen einbringen, man kann gestalten und das macht mir am meisten Spaß. Als wir beim Trainee-Programm zum Abschluss die Porsche Holding beschreiben mussten und wir haben für die Porsche Holding einfach ein Lied gesungen und keiner war der beste Sänger, aber es war extrem lustig, das Ganze zu komponieren.